ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Video. Heute gibt es wieder ein Fashion-Favoriten-Video für euch. Diesen Monat habe ich meine Birkenstocks wieder rausgekramt und ich habe sie super, super gerne getragen. Aber nicht nur draußen, sondern auch total oft zu Hause irgendwie. Wenn ich da mal auf dem Balkon war oder in den Keller gelaufen bin, waren die immer dabei, kombiniert mit einer Leggings. Und die habe ich hier von Zalando. Die haben ganz, ganz häufig die Birkenstocks reduziert. Und die sind hier mit so einem, mit so einem Lack, was das Ganze so ein bisschen edler macht und die nicht so bollerig wirken. Letztes Mal habe ich meinen Kleiderschrank ausgeräumt und habe festgestellt, dass ich eine super schöne Jeans habe von Only, die auch schon etwas älter ist. Und die ist auch so ein bisschen Used Look mit so ein paar Löchern hier. Und das ist so ähnlich wie die von H&M, die ich gern letzten Monat hatte. Genau, die habe ich letzten Monat gezeigt. Und die ist noch etwas heller, ein bisschen sommerlicher. Ja, und die trage ich auch total häufig. Also ich habe sie auch sehr häufig getragen. Und die gibt es aber öfter mal so im Standard ohne Löcher, falls euch das interessiert. Also ich glaube, so ähnliche sind immer wieder jedes Jahr aufs Neue zu kaufen. Und ich habe sie dieses Jahr halt auch wieder gesehen. Da müsst ihr einfach mal schauen. Also die sind ganz, ganz häufig, eigentlich jedes Jahr dabei. Der Coatigan von New Look ist auch wieder mal am Start. Der ist jetzt hier etwas zerknittert, weil ich den gerade gewaschen habe. Und gerade wo es wieder so mega, mega warm war, aber morgens arschkalt war, habe ich den immer so schön drüber gezogen und zack zur Arbeit. Und das sah immer irgendwie ein bisschen schick und edel aus. Also den habe ich auch sehr häufig getragen diesen Monat. Und der hat 50 Euro gekostet. Super Qualität. Ich habe den bei Zalando bestellt in M. Ich trage auch M. Den kann ich euch, ich habe das glaube ich schon tausendmal gesagt, aber den kann ich euch echt empfehlen. Das ganze halbe Jahr über habe ich auch hier diese Sneakers hier getragen von Converse. Und die waren sehr, sehr schwierig zu bekommen, gerade in diesem hellen Grauton. Aber ich finde, man muss einfach graue Schuhe oder Sneakers haben, weil die passen zu allen Outfits, also wirklich zu allen. Die passen wirklich zu einer schwarzen Leggings, zu einer Jeanshose, die ich euch gerade gezeigt habe, zu einer weißen Hose. Zu gelb, finde ich, passen sie auch ganz gut. Oder zu einem karierten Hemd oder zu einer schicken Bluse kombiniert mit Blazer. Also ich finde, die passen wirklich, wirklich zu so vielen Outfits. Und die habe ich so mega gerne auch zur Arbeit getragen, weil sie natürlich auch noch super bequem sind dazu. Ich empfehle euch auf jeden Fall so Ledereinlagen. Also ich habe ja auch so Ledereinlagen, weil dadurch, dass das ja kein echtes Leder ist, dass die Füße so ein bisschen stinken. Die kann ich euch echt empfehlen, wenn es die noch gibt. Holt euch graue Sneakers, egal was für welche. Die passen einfach zu jedem Outfit. Ich mochte es diesen Monat übrigens auch sehr, sehr sportlich. Irgendwie hatte ich so einen bequemen Monat irgendwie. Und da habe ich den Pullover hier total gerne getragen von Primark. Ich finde, der hat eine wunderschöne Farbe und macht so einen lässigen Look. Aber irgendwie kann ich euch den auch leider nicht empfehlen, weil der ist mir eingelaufen. Das ist der zweite Pulli von Primark, der mir eingelaufen ist. Und eigentlich ist es totaler Schrott. Ich wasche immer schon bei 30 Grad, damit mir nichts einläuft. Und trotzdem ist es hier passiert. Und der ist hinten einfach so, ja, der zieht sich hinten so hoch, was natürlich richtig blöd aussieht. Aber wenn ihr so einen ähnlichen Pullover findet, gerade so zu einem Sommertag, wenn es etwas kühler abends wird, überwerfen zu so einer Hotpants oder zu einer Jeans, kann er eben echt total schön aussehen. Der ist ja so blau-weiß meliert irgendwie und der passt auch zu sehr vielen Sachen und lässt alles etwas lässiger erscheinen. Und schade, dass ich euch den nicht empfehlen kann, aber wie gesagt, so Primark halte ich eigentlich auch immer mehr und mehr Abstand. Ach, ich weiß auch nicht, warum ich da immer hingehe. Und das letzte Oberteil, was ich euch zeige, ist von Vero Moda und da haben mich auch sehr, sehr viele nachgefragt und das war auch nicht so günstig. Ich glaube, das hat 20 Euro gekostet oder so und ja, ich liebe es. Es ist auch so schön und hat so kleine Knöpfchen hier. Ich konnte euch das im Haul leider nicht verlinken, weil ich es einfach nicht gefunden habe online. Ihr müsst da einfach mal im Laden schauen, weil das ist nicht so lange her, als ich dieses Oberteil gekauft habe. Und bei uns ist das häufig so, dass die Sachen in den Läden kommen und in anderen Läden noch irgendwie so gar nicht vorhanden sind, erst ein paar Wochen später oder online erst ein paar Wochen später. Deswegen müsst ihr einfach regelmäßig mal reinschauen. Aber ich glaube, das gehört auch auf jeden Fall zur neuen Kollektion dazu. Und super, super schön. Kann schick kombiniert werden, auch sportlich kombiniert werden.
Und dieses Oberteil kann ich euch auch empfehlen. Das war es dann auch schon von meinem Fashion-Favoriten-Video. Ein kurzes, knappes Video. Das Video muss ja nicht immer so lang sein, denke ich. Manchmal ist es auch ganz nett, mal so ein kurzes Video zu sehen. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Natürlich würde es mich interessieren, was ihr diesen Monat besonders gerne getragen habt. Worauf konntet ihr nicht verzichten? Oder was ist so euer Fashion-Mode-Must-Have-Teil? Das würde mich interessieren. Ansonsten wünsche ich euch noch wunderschöne Tage. Es soll wieder warm werden. Ich bin sehr gespannt, ob es wirklich so warm wird nach diesen ganzen Regentagen. Und ich verabschiede mich von euch und mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!